Mein Name ist Milian und ich fuhr in BMW 323i Kompakt. Ich fuhr ein Auto seit einem guten Jahr und ich war bestimmt 2 Jahre am Sicheln für einen E36 zu fahren. Ich wollte unbedingt 6 Zylinder. Und eigentlich wollte ich eine Coupe am Anfang. Und wie ich den da heute zu Lützburg gefunden habe, dann vermissen die Sinn. Wie gesagt, das ist mir ein extra Farbe, individual Fiji Grün von BMW. Gehe dann in den 90er, extrem rar. Und ich wollte am Anfang auch eine Coupe eigentlich. Wie ich den da als Kompakt gesehen habe, ja, kann ich nicht nehmen. Sehen. Aber wenn ich bis ein Kompakt fährt, dann kann ich nicht zurückkommen. Ja, auf den ersten Blick sieht es ziemlich original aus. Auch mit den Felgen, ein original BMW. Aber drinnen war ich ziemlich viel schon verändert. Nicht von mir, ich habe so gekauft, nicht ein KW-Fuhrweg, Variante 3. Nicht H&R-Stabien, 4 Hörner. Nicht Fichtachs als teilweise M3, inklusive der Bremsanlage. Nicht ein Wischers Domstriff, Motorraum. Und ja, ich habe eigentlich ein bisschen verwahrlost im Zustand gekauft. Also war nicht immer gepflegt. Und ich habe wirklich viel Zeit investiert, für das dann wirklich so proper steht, wirklich ein gut geputzt. Und all, es sind überall kleine Sachen gefehlt, überall hier ein Licht, da eine Verzierung, hat einfach gefehlt. Und schon über die Wochen habe ich das alles zusammen gesehen, dann steht es wirklich komplett da. Ja, und dann also überall so kleine Details. Ich war mal am 3 Spiegel sichern, schon die selber lackiert. Ich habe noch ja viel selber gemacht, neue Steuerrad bezogen. Und überall so kleine Details, für das es ein bisschen nur mein Stil ist. Ja, auf jeden Fall muss ich noch passen, wenn ihr selbst kauft, für allem rascht. E36 sind auffällig für rascht, für allem Drahtlief vorne. Ich hatte 400 Kotflächen, hatte ich auch rascht, den ich fest gemacht. Innen, ob den Wagenheberaufnahmen, da unbedingt gucken. Und ja, am besten, also Laufleistung ist eigentlich egal. Meine 243.000 Kilometer, die läuft nicht mehr wie ein Ente Motor. Also die sind wirklich robust, da ging ich noch nicht so viel fertig mit Kilometerleistung. Vielleicht nicht zu gucken, dass nicht so viele Besitzer hat. Mein hat extrem viele Proprietäre. Und vielleicht auch gucken, der einfach original ist. Weil, wenn viele drüber gebastelt gehen, weiß ich nicht, was das gemacht hat, was das original ist. Ja.